Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mal wieder Malerfrisur, Maleroutfit, was weiß ich. Ich blende euch jetzt mal ein, wie ich hier das Schlafzimmer schon gestrichen habe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to. Ich werde jetzt hier noch putzen, also das Fenster von außen. Und die Fußleiste abwischen, das Fensterbrett abwischen. When age, when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered. Das war ein ziemlich cooler Übergang. Und gleichzeitig auch symbolisch dafür, dass unser Kühlschrank jetzt umgezogen ist, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich nehme das mal raus, das ist total komisch, in dem Kühlschrank zu reden, aber okay. Beziehungsweise in den Kühlschrank reinzureden. Ja, Kühlschrank ist da, Waschmaschine ist da, Trockner ist da. Und den Fortschritt, den das Ganze jetzt für hier bedeutet, zeigen wir euch dann auch mal, weil es ist jetzt wirklich echt krass viel passiert. Wunderschönen guten Morgen, ein weiterer Umzugstag. Ich gucke gerade aus dem Fenster, damit Tim auch das richtige Auto nimmt. Heute fährt er nämlich zuerst vor in die alte Wohnung. Sonst habe, also beim letzten Mal bin, glaube ich, immer ich zuerst gefahren und er kam dann ein bisschen später. Aber ich habe jetzt hier gleich noch einen Termin in der Autowerkstatt. Deswegen muss ich halt gucken, dass er nicht das Auto nimmt, was ich da gleich hinbringen möchte. Ja, mein kleines Auto macht gerade komische Geräusche in vielerlei Hinsichten. Zum einen klappert es beim, also im Leerlauf und beim Schalten. Ich war schon dort und wir haben also das Getriebe ausgeschlossen. Es ist wahrscheinlich eine Feder in der Kupplung irgendwas, keine Ahnung. So, und das andere ist, wenn man nach links lenkt, macht es vorne in dem Bereich von, also da, wo das Rad aufgehangen ist, irgendwie komische Geräusche. Also die Feder ist es nicht, also bin ich mir ziemlich sicher, die, ich habe das nämlich schon mal angeguckt. Ich denke eher, dass es so eine komische Verbindungsstange ist. So, und ihr bekommt jetzt einen sehr exklusiven, wenn auch unaufgeräumten Blick in den aktuellen Stand, wie es hier aussieht. Und ja, ich würde sagen, also hier ist auf jeden Fall unsere ganze Sammlung an Kartons. Die will ich dann am Ende reinstellen bei eBay. Da braucht bestimmt noch jemand Kartons. Küche unordentlich wie immer, aber es fehlt ja auch noch hier ein ganz großer Teil. Ich habe nämlich ein ganz tolles Projekt für hier mir überlegt. Ja, der Kühlschrank ist endlich da und auch gefüllt. Und ansonsten ist hier halt immer noch ein bisschen chaotisch. Was einfach daran liegt, dass wir manche Sachen, zum Beispiel diese Gardinen hier noch nicht angebracht haben. Aber, oh, unsere neuen Küchengardinen sind angebracht. Die kann ich euch mal zeigen. Die müssen noch gekürzt werden, aber sie sind so wunderschön. Und, also erstmal hier Gardinen, ne? Und, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, der Bodenbelag, also diese Stücke, die hier dran sind, die musste ich erstmal also abmessen und so, damit die zugeschnitten werden können. Und jetzt fehlen hier noch ein paar Stücke, also hier drunter noch so kleine, die auch jeweils alle zugeschnitten werden müssen. Und hier ganz am Rand vom Balkon fehlen auch noch Stücke. Aber ich fahre morgen zu Ikea und hole diese, also zwei Packungen noch von dem Bodenbelag. Ja, wieder die Umzugsjacke, ne? Ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Dann hole ich einen neuen Schrankboden für diesen Schrank, weil da fehlt ja einer. Also hier fehlt ja generell einer und dann hole ich den. Und wir müssen mal gucken, ich bräuchte eigentlich noch, also ich bin mir halt nicht sicher, noch eine Aufhängung für eine Gardine, weil ich nicht weiß, ob man zwei verschiedene Gardinenstangen, von rechts, eine von links, in einen Haken reinmachen kann, theoretisch schon. Also, weil ich habe ja nur, ich habe einen Haken zu wenig gekauft, aber wir waren halt schlau und dachten, wir probieren es mal so.
Haben es aber halt noch nicht angeschraubt. Mal gucken. Und ich möchte gerne Kisten, also solche durchsichtigen großen Kisten unter unser Bett stellen mit so Zeugs drin, weil wir haben ja jetzt nicht mehr dieses coole Ding, was da im Flur über der Tür war, wo so Stauraum war, wo man so mit vakuumierten Tüten alles lagern konnte. Deswegen möchte ich gerne solche großen durchsichtigen Ikea, ihr kennt die doch alle, solche Kisten unterm Bett haben. Schönen guten Morgen. Ich habe schon richtig lange nicht mehr ordentlich was gefilmt. Wir waren gestern in der alten Wohnung und haben wieder gestrichen und sauber gemacht und angefangen, unsere Küche abzubauen. Und jetzt bin ich gerade hier in der neuen Wohnung und bin dabei, einfach nochmal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Also wir haben halt immer noch nicht alles fertig, ist ja irgendwie logisch. Aber trotzdem gibt es vieles, was ich jetzt schon so, ich sag mal, einfach nur wegräumen kann. Und dann fahre ich nachher zu IKEA und hol noch Sachen, die uns noch mal viel, viel weiterbringen beim Thema Ordnung machen. Zunächst erstmal, was habe ich überhaupt vor? Also, hier soll eine Tapete hin. Sie ist so wunderschön, sie ist so schön. Schaut euch doch mal diese Tapete an. Sie ist so schön. Diese Tapete mit verschiedenen Blautönen und einem Rotton kommt hier hin. Dann diese Hängeschränke mit diesen Fronten, hier und hier. Dann eine mattschwarze Steckdose, haben wir in der alten Wohnung noch, müssen wir noch abbauen. Dann unsere mattschwarze Dunstabzugshaube, hierhin, also über den Herd. Genau, die beiden Regale. Und ja, so special ist es jetzt gar nicht, aber es wird richtig wild gemustert, so, ne? Das Bad sieht mittlerweile auch toll aus. Schön eingerichtet. Es fehlen wirklich nur noch Kleinigkeiten. Und hier hängen schon überall Putzlappen rum, weil wir natürlich in der, schönen guten Tag, in der alten Wohnung jetzt ganz viel am Saubermachen sind. Ein Klodeckel fehlt hier noch, also noch ein neuer. So, nachdem bei uns katastrophales Wetter war, sind wir nach Berlin gefahren. Unter anderem jetzt hier zu IKEA. Jetzt ist hier aber auch schlechtes Wetter. Also gar kein Ding. Als ich losgefahren bin, war bei uns richtig kühl und nass und ich hier mit meiner dicken Jacke. Dann fahren wir hier in die Stadt rein, Sonnenschein. Ich gucke auf die Temperatur, steht da 26 Grad. Ich denke mir so, Alter, du wirst gleich einen richtigen Schlag kriegen, wenn du aussteigst. Ja, und jetzt habe ich hier hinten mal wieder die Sitze umgelegt. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's all. So, eigentlich wollte ich das Video schon längst geschnitten haben, aber heute ist richtig viel passiert in der Wohnung und ich kann euch ja schon mal, also ist noch nicht fertig, aber ich kann euch jetzt schon mal was ziemlich cooles zeigen, wie es jetzt aussieht. Ja. Ich würde sagen, die Tapete ist dran. Wie wir die rangemacht haben, habe ich gezeitraffert. Die Dunstabzugshaube ist auch schon fertig. Hier fehlen noch die Fronten. Die befinden sich da und da, also auch schon fertig. Da fehlen bloß, hier gibt es ja solche, also das ist hier irgendwie so ein Klicksystem, keine Ahnung. Und davon fehlen die Teile noch, weil die sind noch an den anderen Schrankfronten, die ja vorher mal an den Schränken waren. Genau, so sieht es Stand jetzt gerade aus. Und ich überlege, ob ich hier oben noch eine Zierleiste hinmache. Super, das, also ich meine, klar ist es toll, dass die Kamera so scharf stellt, aber ihr seht ja, dass die Tapete oben nicht immer auf der gleichen Höhe ist, weil hier ist es alles halt nur so halbwegs gerade, also nicht so schlimm wie in der alten Wohnung. Aber ihr seht es ja selber. Mir war es eher wichtiger, die immer wirklich Stoß an Stoß zu kleben, anstatt hier oben halt. Und da würde ich eine mattschwarze Zierleiste noch hinmachen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich warte dann auch, bis die zwei Fronten nochmal dran sind und dann, glaube ich, denke ich da nochmal weiter nach. Und das Ding ist, dass wir
die ganze Zeit auf eine Lieferung warten. Und zwar sollte zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr das Sofa für Karl heute kommen. Und es ist jetzt 16.42 Uhr und es ist halt immer noch nicht gekommen. Und das Ding ist, normalerweise bei solchen Lieferungen waren die immer viel zu früh oder am Anfang des Zeitfensters. Deswegen ärgert mich das ein bisschen. Wir wollten heute noch einiges erledigen. Ich habe Tim jetzt für einen Teil der Sachen, die wir erledigen wollten, jetzt einfach losgeschickt, dass er das jetzt alleine macht. Da, wo er mich halt wirklich nicht braucht, zum Beispiel diese Dinger holen, die für diese Fronten. Aber keine Ahnung, ich sitze jetzt hier halt fest und muss auf die Lieferung warten, was mich irgendwie ziemlich nervt. Ja, aber an sich waren wir heute wirklich ultra produktiv hier mit diesem ganzen Küchenteil und ich habe so viel Wäsche gewaschen und keine Ahnung, ich habe 1 Milliarde Sachen bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, also. Und an der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich sitze zum ersten Mal tatsächlich hier am also im Arbeitsbereich am Schreibtisch. Also sonst habe ich das Video immer irgendwie sonst wo geschnitten, auf dem Sofa oder so. Aber jetzt habe ich mir mal gedacht, kann ich mir, also wozu haben wir den denn so, ne? Ganz ehrlich. Genau. Wie es mit der Küche und der Wohnung weitergeht, wir sind halt echt so schnell und so weit jetzt gekommen. Wir haben in unter einem Monat fast die komplette Wohnung fertig gemacht und das hatten wir ja noch nie, also dass wir so krass zügig waren. Genau. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Ich würde sagen, bis dahin. With someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends.